Sie sind hier, 2. August 2018, 18.16 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Armin Fee möchte mit dem 1. FC Köln den sofortigen Wiederaufstieg schaffen, Urheberrecht Getty Images. Köln-Manager Armin Fee fordert neue Richtlinien in der Ausbildung junger Spieler. Diese sollen auch im Training auch mal dribbeln dürfen. Manager Armin Fee vom Zweitligisten 1. FC Köln hat sich in die Diskussion um die Nachwuchsarbeit im deutschen Fußball eingeschaltet und neue Leitlinien in der Ausbildung gefordert. Wir passen nur noch und laufen ab, aber wir gewinnen vorne und hinten keine Zweikämpfe mehr, sagte Fee am Donnerstag in einem Sky Talk zur 2. Bundesliga in Köln. Man muss die 10, 11, 12-Jährigen auch mal dribbeln und hinten Zweikämpfe gewinnen lassen, führte der einstige Meistertrainer des VfB Stuttgart aus. Der Schlüssel im Offensivspiel sei, vermehrt Spieler herauszubringen, die 1-gegen-1 Situationen gewinnen und kreieren können, so Fee. Die Highlights des Freitagsspiels in der Sendung Sky Sport News HD, die 2. Bundesliga ab 22.30 Uhr im TV auf Sport 1. Seine Kritik wollte er unabhängig vom Vorrunden aus der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Russland verstanden wissen. Dennoch zeigte sich der 57-Jährige vom Auftreten des Titelverteidigers enttäuscht. Ich habe keine Leidenschaft gesehen. Auf eine WM muss man heiß sein, geil sein. Punkt. Mit mehr Leidenschaft wären wir wahrscheinlich auch irgendwann ausgeschieden, aber zumindest kann man das verlangen, erklärte Fee.